Laura Biggeri, wieder mal im Ländle, diesmal aber vor allem zum Schaffen. Du bist gerade Bergdorf am Dresdner Landkrimi, der in Freiberg spielt. Kannst du dir etwas erzählen? Ja, ich darf schon ein was erzählen. Es ist erstens mal wieder wahnsinnig toll, wieder da zu sein, weil ich war diesen Sommer eigentlich fast 3 Monate im Ländle, was ich seit 4 Jahren umgemacht habe. Und es war ein Traum, einfach wieder daheim zu sein mit der Familie. Und einfach mal ein kurzer Abstand von LA, das braucht man manchmal. Und jetzt bin ich seit einer Woche da und habe eigentlich seit Montag bis gestern jetzt am Arlberg für den neuen ORF-Landkrimi gedreht, namens Das letzte Problem. Und der Karl Markovic macht führt Regie und spielt da die Hauptrolle. Und es ist einfach so ein wahnsinniger Spaß, den ich schon lange noch kann am Set. Das Team ist genial und die Schauspieler, auch Suni Melles ist auch unter anderem dabei und der Stefan Pohl und Maria Flieri. Also echt eine tolle, tolle Besetzung und es macht wahnsinnig Spaß. Und jetzt bin ich nächste Woche dann nochmal für ein paar Tage am Set. Und ich bin überglücklich und vor allem jetzt daheim wieder mal was drehe. Das letzte Mal, als ich was in Österreich gedreht habe, war 6 Jahre oder 7 Jahre her für so Codona. Und das ist jetzt wieder wie so ein Nachhausekehren für einen Monat. Ist das ein besonderes Gefühl, wenn im Ländle drehst, wo die doch mehr Leute kennen, wie jetzt, sagen wir jetzt, keine Ahnung, wo in Vancouver? Da sagt jeder, boah, das ist Laura Bilgeri. Behauptet jetzt einfach mal, ist das ein großer Unterschied? Das war echt ein schönes Hallo. Ich war total gerührt. Ich bin am Montag aufgekommen und ich habe wahnsinnig viele vom Team sogar kennt, also von der Crew. Von unter anderem auch vom Stillenberg, den ich vor schon länger her in den Dolomiten gedreht habe, der Ernst Gossner-Film mit dem William Moseley, mit der Claudia Cardinale. Und da waren viele vom gleichen Team wieder jetzt da dabei. Wir treffen uns irgendwie immer in den Bergen. Es ist gutes Omen. Bin ich gerade gestern draufgekommen und denke, das hat was. Und wir haben wahnsinnig viele Komparsen für den Film jetzt dabei. Weil ich darf ein bisschen was erzählen, es ist einfach, es geht um ein Hotel Edelweiss und wir drehen noch immer Edelweiss. Wir sind alle eingeschneit und es passieren natürlich im Hotel dann Dinge, die ich jetzt noch nicht verraten darf, die der Karl Markovic dann aufklärt. Das letzte Problem. Wie gesagt, wir haben jetzt letzte Woche 44 Komparsen jeden Tag, also es ist viel los, also das Hotel ist pumpvoll. Wie zur richtigen Saison eigentlich. Und die waren so lieb alle. Ich habe ein paar kennt und wollten Fotos machen. Das war echt wahnsinnig toll. Und viele Kinder auch, die bei The Recall zum Beispiel gesehen haben, so 14-, 15-Jährige. Und das macht echt wahnsinnig stolz, dass so ein positiver, lieber, so ein liebes Feedback habe ich gekriegt vor allen. Und es war echt wunderschön. Ich war echt gerührt. Und ich würde mich freuen, wenn ich oft jetzt hin und her pendeln könnte, in so Österreich und Amerika. 50-50 oder 80-20. Schauen wir mal. Je nachdem, wo es einen Job gibt. Das sagst du jetzt gerade selber, du bist eigentlich vor allem in Amerika tätig. Wie läuft das dort dabei für dich? Sehr, sehr, sehr gut. Also, ich kann mich nicht beschweren. Ich wohne jetzt seit 4 Jahren in Los Angeles. Das ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, eigentlich. Und habe aber, letztes Jahr war ich auch im Ländle. Um die gleiche Zeit eigentlich, haben wir gerade vorher geredet, für Recall mit Wesley Snipes, der Film. Und das war schon ein von meinen Highlights. Und seit neuestem. Was mich sehr, sehr freut, ich war letztes Jahr auch für eine Episode für die neue, also für Warner Brothers Serie namens iZombie in Vancouver dreht es. Und das ist jetzt die 4. Staffel, war letztes Jahr und das hat ihnen so gut gefallen, dass sie mich für die Staffel jetzt wieder haben wollten. Und jetzt bin ich, also gerade bevor ich jetzt nach Österreich gekommen bin, in Vancouver gewesen, 2 Monate lang und habe für die 5. Staffel gedreht. Also ich habe dort jetzt eine fixe Gastrolle und das freut mich natürlich wahnsinnig. Und vor allem für Warner Brothers, wenn das schwarz auf weiß ist, schon morgen auf der Dispo, das ist schon. Das macht dich stolz. Du arbeitest ja fleißig in der Karriere, merkt man ja gerade. Bei der venezianischen Festspielen oder die Festspiele von Venedig, wenn man es ganz richtig sagen will, hast du neue Kontakte geknüpft. Wie entwickelt sich da allgemein alles weiter für dich? Das war ganz ein wichtiger Besuch, weil ich war natürlich schon in Venedig oft, aber noch nie bei den Filmfestspielen. Und dieses Jahr habe ich die Gelegenheit gar nicht zum Gehen. Es war unglaublich. Und ich habe eben sehr, sehr Wichtiges kennengelernt, und zwar das ist Jason Weinberg. Und ich bin drauf gekommen, das ist einer von den höchsten Managers, die es gibt eigentlich im Business. Und wir haben uns kennengelernt, wir sind ins Plaudern gekommen und dann habe ich ihn halt gefragt, ob er meine Arbeiten schicken darf, also meine Showreel, also die Szenen und die Filme, die ich bis jetzt gemacht habe. Und haben wir ihm eine E-Mail geschickt und er hat sich das angeschaut und hat sogar wirklich nach einer Woche, und das ist schnell für so jemanden, der so beschäftigt ist, zurückgeschrieben und hat gesagt, er würde wahnsinnig gerne mit mir arbeiten. Und dann habe ich seine Klientenliste gesehen. Also, es ist wirklich von Kate Hudson abwärts jeder. Und das ist eine wahnsinnige Ehre, dass ich jetzt mit dem ab nächstem Jahr den Fix arbeiten darf. Es ist ein Wahnsinn.